Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Muss ich wieder gucken, ob ich, dass ich an Alina hier irgendwie vorbeikomme. Hallo Schatz, hast du im Moment Zeit? Wie ist es dir ergangen? Plus 10, ja. Nett, dass du fragst. Würdest du mich hier bitte rauslassen, Schatz? Ich würde gerne auf Jagd gehen. Danke. So. Auf die Jagd. Jetzt können wir nämlich mal ein Wiesent jagen gehen. Da bin ich mal... Achso, ich habe jetzt natürlich noch Unmengen Essen dabei, ich dumme Nuss. Das sollte ich vielleicht gerade nochmal abliefern. Weil das brauchen ja auch unsere Dorfbewohner, ne? So. Das machen wir alles dahin. Kohlsuppe, die 5 können wir auch rüber tun. Die Zwiebeln auch und den Kohl auch. So. Den Rest behalten wir. Hab hier noch irgendwas, was wir... Na, so sieht's gut aus. Dann gehen wir mal auf Wiesentjagd. Hab ich die richtigen Pfeile? Oder nimmt er automatisch die? Wie viel haben wir denn noch? Eisenpfeile hätten wir 2. Ne, Eisenpfeil haben wir... Doch, 7. 7 und 91 andere. So. Dann gucken wir mal, hier oben waren Wiesent. Da habe ich in der letzten Folge ja einen gesehen. Und dann werden wir ihm diesmal nicht aus dem Weg gehen, sondern diesmal werden wir ihn dann jagen. Versuchen. Ich weiß nicht, wie angriffslustig die sind. Eigentlich würde ich es auch nicht unbedingt probieren wollen, aber ich muss. Ich muss. Da ist er. Ich würde ihm ja lieber aus dem Weg gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das war einfacher als gedacht. Deutlich einfacher als gedacht. Haben wir hier noch irgendwo einen Pfeil? Nein. Wie liegen wir gewichtstechnisch? Das passt auch. Fuchs. Haben wir hier noch einen zweiten Wiesent? Das hat erstaunlich gut funktioniert. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hasi? Da sind noch Hirsche. Können wir eigentlich auch gleich noch jagen, weil die brauchen wir ja auch noch. Auch noch ein Hirsch.
Bleib doch stehen. Wer schießt denn da noch auf meinen Hirsch? Na. So. Da hätten wir auch 8. Haben wir hier noch irgendwo einen Pfeil rumliegen? Da. Da ist noch einer. Hä? Ich habe doch einen Eisenpfeil gesehen. Da. Habe ich den da hingeschossen? Oder wie kam der da hin? Wieso zählte der Hirsch jetzt nicht? Wie ich einfach mal vorbeischieß, einfach weil ich es kann. Aua! Da müsste auch noch irgendwo einer sein. Ich habe hier doch einen hingeschossen. Oder ist der jetzt kaputt? Der scheint kaputt zu sein. Wieso zählte mein Hirsch nicht? Ich habe immer noch 7. Ich müsste 8 haben. Wenn ich mich nicht völlig vertan habe. Keinen zweiten Wiesent. Das ist aber schade. Oder ich sehe ihn nur nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber der eine Wiesent, der hat gezählt. Das ist schon mal gut. Hirsche kriegen wir ja relativ schnell zusammen. Da soll das ja nicht dran scheitern. Da ist noch ein Eisenpfeil. Wo ist der? Da. Ha, hab ihn. Sehr gut. Hab ihn. Das ist kostbar. Kostbares Gut. Was war das da hinten? Ein Wolf. Da ist ein Wolf. Habe ich doch richtig gesehen. War der Wolf, der uns noch gefehlt hat. So. Sehr schön.
Kurz, knapp und schmerzlos. Sowohl für den Wolf als auch für uns. So muss das sein. Tiere nicht unnötig leiden lassen. Müssen wir doch die Wiesente noch woanders suchen gehen. Ist die Frage, ob die immer alle so träge sind. Ist keinerlei Wild mehr unterwegs. Wo sind denn die alle hin? Wo bin ich überhaupt? Ja, auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ich will nämlich zurück ins Dorf. Des Post. So gehört das. Kann ich im Dorf auch mal ein bisschen Nahrung noch verkaufen. Weil ich glaube, wir haben auf jeden Fall... Ja, wobei... Ha? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Weil den Weg hier kannte ich gar nicht, aber den sind wir einfach noch nie lang gelaufen. Deshalb könnte eigentlich mal wieder Johanniskraut mitnehmen, ne? Es bringt zwar, wie gesagt, nicht viel, aber es bringt ein bisschen. Und wenn es hier schon rumsteht, können wir sie ja auch gleich mitnehmen, ne? Nehmen wir noch die Steine mit. Hier sind auch eine ganze Menge. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Bin hier noch nie groß hochgelaufen, ehrlich gesagt. Aber dann kann ich wieder ein bisschen von dem Stein zurücktun, was ich rausgeholt habe aus dem Lager. Das ist dann ja auch schon mal kein Fehler. Ja, dann brauchen wir noch 3 Hirsche. Und, wo haben wir denn die Federn her? Hatte ich die noch? Vom Dings anbauen. Könnte aber mal was Fleisch braten und das gebratene Fleisch dann verkaufen. Wobei, das bringt auch nicht so viel, ne? Fleisch mit Soße und so, das bringt halt einiges. Wobei, wenn wir das Fleisch verkaufen, kriegen wir auch schon ordentlich Geld. 109 Kilo wiegt das. Holla, die Waldfee. Wer soll das denn alles tragen? Oh, das war zu viel. Dann müssen wir gerade mal gucken, dass wir auf die 50 Kilo kommen. So. Dann gehe ich nämlich gerade mal ein bisschen Fleisch verkaufen. Und den Dings müssten wir ja noch anwerben, ne? Den Dude aus dem Dorf. Das könnten wir auch noch mal probieren jetzt, ne? Brennholz haben wir genug. Essen haben wir auch genug.
Da sollte das eigentlich funktionieren. Wenn wir jetzt noch losziehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Zur Not müssen wir dann ein kleines Lager noch machen. Und am nächsten Tag wieder los. Nochmal probieren. Ich gehe hier mal vorbei. Und dann können wir vielleicht auch nochmal Wiesent jagen. Einer fehlt uns ja noch. Einer fehlt noch. Da wäre es ja kein Fehler, wenn wir da noch ein bisschen was hinkriegen, ne? Tadam, tadam. So, Händler. Ich pack mal die Axt weg. Wir wollen ja nicht bedrohlich wirken. Da ist Händler. Zeig mir mal deine Waren, Ida. So, ich hätte für dich viel Fleisch. Das gebratene. Packen wir auch noch rüber. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel wir für das da gekriegt haben. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Haben wir noch was? Ach so, Johanniskraut haben wir noch. Sonst habe ich jetzt gar nichts dabei, was ich dir verkaufen kann, ne? Leder, das brauchen wir eher selber noch. Kohlsuppe. Ne, sonst habe ich nichts, was ich dir da groß verkaufen könnte. Steinaxt kann ich dir noch verkaufen. Das ist eine Idee. Bringt auch Geld. So, die auch noch. Weil da haben wir genug. Passt. Was hast du eigentlich an Waren? Tierfutter, ja, das brauche ich im Moment noch nicht. Na, gucken wir dann lieber ein andermal. So, ich speichere mal kurz. Falls wir ein Wiesent treffen, dass wir und sterben dabei, dass wir da nicht wieder ganz von vorne anfangen. Das wäre ja nicht so toll. Sicher ist sicher. Einmal besser einmal zu viel als einmal zu wenig gespeichert. So, Augen offen halten, weil ich weiß, hier sind irgendwo Wiesents. Ich habe nicht getestet, wie schnell die laufen können und ich habe es auch nicht vor, das zu testen. Da ist einer. Nicht weglaufen. Oh, der ist hartnäckig. Der ist hartnäckig. Jetzt am Mann. Jetzt haben wir ihn. Jetzt fehlen uns nur noch Hirsche und der Bär. Da
Eisenpfeile. Asi. Wildschwein. Ich habe die Axt gar nicht ausgerüstet. Das kann gefährlich sein. So. Wo muss ich denn hin? Da lang. Dem Wildschwein gehe ich mal aus dem Weg. Ich brauche im Moment kein zusätzliches Gewicht. Ich will ja noch, da ist der zweite Wiesent. Aber wir brauchen im Moment keinen mehr. Deswegen. Ach, ich kann hier auch nochmal gleich wieder Fleisch verkaufen. Stimmt. Dann können wir direkt mal ausgucken, wie viel wir dafür eigentlich kriegen. Oh, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann noch, gucken, ob wir den Dude endlich dazu überredet kriegen, dass er zu uns kommt. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.